verkar som att Jenny, Kenneth och Leila har gjort sig hemmastadda. Är du säker på att det är okej att vi flyttar in allt vårt skräp hit? Ingen fara. Det är trevligt att ha andra människor här. Det får det här stället att kännas mer mänskligt. Freddy tog alltid med sig saker till lägret för att höja moralen. Ja, vi behöver de här grejerna för att påminna oss själva om att livet fortfarande är värt att leva. Vad fan slås vi annars för? Eigentlich.
vet du så mycket om de här utomjordiska maskinerna? Kalle, vi har diskuterat det här. De är inte utomjordingar. Hur som helst var det von Ulmer som lärde mig allt jag kan. Menar du doktor Svante von Ulmer? Chefen över FOA 35? Ja, killen som byggde små maskiner som kunde ta över råttors hjärnor och få dem att dansa på kommando? Det var FOA 53. Vårt mål var perfekt synkronisering mellan organiska nervsystem och datoriserade system. Det skulle revolutionera medicin för handikappade, för Alzheimers patienter. Men det verkar som att någon bestämde sig för att använda vårt arbete för krigsföring. Ja, alltså. Ja, das hätten wir. Und jetzt? Ja. Was gut wäre, wenn eine experimentelle Waffe fehlt, glaube ich, dieser Revolver. Ja, die Klau, glaube ich, geht noch als. So. Vielleicht können wir hier den Bauernhof ein bisschen nutzen als Deckung wieder. Aber erst muss man, glaube ich, hier aufbauen, wie es aussieht. Gucken. Hier was? Naja. Es wird Nacht. Würde ich mal. Jag är imponerad över hur snabbt ni anpassar er. Alter, das war ein scheiß Volltreffer. War ein scheiß Volltreffer. Oh mein Gott, ey, der bewegt sich halt nicht schnell genug weg, das ist das Problem. Hä? Scheiße, wo? Na, das ist natürlich jetzt etwas, was ich jetzt nicht gebrauchen kann. Oh fuck. Das ist ein schwerer. Hab ich unterschätzt gerade. Alter, der ist mir voll reingelaufen. Svante, är det du? Veronica, det var så länge sedan jag hörde din röst. Det är imponerande hur du lyckas överleva så här länge. Ja.
Gelaufen hat. Jetzt hier ein, zwei Aufrufe, aber da. Ja.
Bra jobbat med att få tag på delarna. Låt oss nu fokusera på att bepansra den där lastbilen och få tag på sprängdegen. Kalle, du nämnde att du visste hur vi skulle få tag på den. Lämna sprängdegen till mig. Tills vidare kommer jag ignorera att din kompis Svante har byggt en robotarmé. Det var inte riktigt så det gick till. Was tät? Ein paar ungeordnete Gedanken zu dem ganzen Mann. Es ist vor nochmal mit der Welt passiert. Soweit ich weiß, waren Mama und Papa noch in dem Netz bei Onkel Tobe. Dorthin habe ich nicht mehr geschafft. Bezweifle auch, dass sie überhaupt noch am Leben sind. Von meinem lieben Olle gibt's auch nichts Neues. Vielleicht ist er am 10. November dem Militär in dem Winter gefolgt, nachdem er die Hetzler Frederik Irene gehört hat. Das haben wir alle gemacht. Ich dorthin damit gefärscht. Höchstwahrscheinlich ist außer mir jemand von FOA 52 mehr. Ich bezweifle, dass irgendwer von den anderen die Attentat 7. November überlebt hat. Wande, ob das der Anfang von dem ganzen Fall war? Operation. Wie lange er wohl im Koma lag? 2 Wochen? 3 Wochen? Alles andere danach passiert. Die Morde im gesamten ich muss auf deine verdammten Brusten, was? Der ist gut. Anscheinend, Samantha, warum hast du davon erzählt? Ich habe heute eine auf dem Super. So viele Leute habe ich in den letzten 2 Wochen gesehen. Da ist es voll okay. Wir haben aber keine Ahnung, was da ist. Na gut. Was werde ich jetzt aufhören? Ich kann nicht vorbereiten. Ich wurde mir 10 Jahre gegeben haben. Gib mir die Daumen. Elsa!
Så här har vi underverket. Ja, vad tycks? Vad sägs som att med pansaren? Ja, also die Mission ist gut gelaufen. Ja. Landregion zu tun? Ich weiß es nicht.
Aber ich weiß, es hat irgendwas mit diesen Dingern hier zu tun. Und wir haben ja hier in dieser Region ja schon krasse Dinger gesehen, wo wir uns gefragt haben, was ist das? Ja. Was haben wir hier? Ein Rival. Ja. Gut. Mal ganz kurz. Aber Leute, das sehen wir alles im nächsten Part. Machen wir hier mal die. Dann. So, machen wir dann. Okay. Das